Ich brauche Anton Sokolov. Aber er ist verschwunden. Gefangen von einem Erfinder namens Kirin Jindosch, der hinter den Geheimnissen in seinem Kopf her ist. Der wahnsinnige Jindosch brachte mechanische Tötungsmaschinen nach Karnaka. Er besitzt angeblich den brillantesten Geist der Insel, was vielleicht stimmt. Aber wer klug ist, stellt sich mir nicht in den Weg. Ich muss herausfinden, wo Sokolov gefangen ist und ihn lebend zurückbringen. Ein Genie retten und das andere töten, bevor es eine Armee mechanischer Soldaten erschafft. Genauso wie alle sagen. Sogar älter. Aber auch anziehend. Bin ich unehrlich? Jeder hat doch Geheimnisse. Vielleicht sind meine schlimmer als andere. Wird Zeit, dass wir Sokolov holen. Megan ist bestimmt an Deck. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Ich erzähle Ihnen unterwegs alles. Bereit? Gehen wir. Also gut. Los geht's. Jindosch ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen und schikaniert Leute, die verdächtig aussehen. Angeblich wird der Zugang zur Bahnstation durch eine Lichtwand versperrt. Ja, aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Ja, ist aber schon lang her. Gut. Überwinden Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindoshs Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Bis später also. Corvo. Kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel.
ihr und rollte auf Karnata zu. Schrie und fiel aus dem Bett. Das wissen nur wenige, aber vor dir aber bitte nicht heute. Unnatürlich. Der Ozean ist eine bösartige Kraft. Er macht uns verrückt oder zieht uns in die Tiefe, wo unsere Hormone und Organe zu Gelee werden und die Knochen im Schlamm liegen. Den armen Idioten, die auf den Gewässern arbeiten, wünsche ich viel Glück. Sarkonos ist ein Land voller hoher Bäume, tosender Winde und tiefer Silberbergwerke. Überlass den Ozean denen, die keine andere Wahl haben. Wenn die Garde da reingeht und überall die Blutfliegen sieht, brennen sie das Gebäude nieder. Und die anderen daneben auch. Vielleicht räuchern sie es auch aus. So oder so sind die Juwelen dahin. Wir kriegen unser Geld nicht, oder? Warten wir mal ab. Vielleicht wird es nur komplizierter als gedacht. Der Herzog hat dieses Jahr die Kontrolle über die Blutfliegen verloren. Kann ich mich irgendwann mal ausruhen? Hier achtet momentan jeder auf sich selbst. Morgen gehen wir zurück und graben die Juwelen aus. Silberbergwerke. Überlass den Ozean denen, die keine andere Wahl haben. Sehe Jindors Anwesen von hier. Das Tor ist unten, ich brauche den Code. Ganz ruhig, Mark. Du kriegst ja bald Essen. Nach dem Herzog haben wir in einem Jahr eine Armee aus mechanischen Soldaten.
Was bin ich? Wie eine Hose ohne Beine. Was bin ich? Nichts. Ich komme hier. Ich helfe dir beim Suchen. Ja. Element OP. Q, R, S, T, O, V, W, X, Y, Z, J, E. Das ist unser ABC. So geht unser Apfel.
Ich kenne Leute wie Jindosh. Gestörte Kinder, die Katzen aufschneiden, um mal reinzusehen. Jindosh, es wird Zeit für ihre Taten zu bezahlen. Und vielleicht finde ich Sokolov. Willkommen in meinem Haus, Wender. Die Tür ist immer offen für jene, die gewillt sind, die Schwelle zu überschreiten. Falls Sie einen Termin haben, gehen Sie weiter und warten Sie. Andernfalls möchte ich Sie über die hier zum Einsatz kommenden und äußerst beachtlichen Verteidigungsmechanismen in Kenntnis setzen. Viele sind ohne Einladung gekommen, aus Gründen so vielzählig wie die Fische im Ozean. Aber von jenen, die eine Erkundung wagten, kamen nur. Ich würde zu gern sehen, wie das Ding Delilah erwirkt. Wer würde so etwas bauen? Und warum? Ah, jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindosh, aber das wissen Sie sicherlich. Vor Ihnen sehen Sie eine Erfindung, die meine Zeit überdauern wird. Jindoshs mechanischer Soldat. Bewundern Sie das verstärkte Metallskelett und die rasiermesserscharfen Klingen. Wahlöl-Tanks in Miniaturgröße sind überall am Körper verteilt und werden von Platten aus Emberholz geschützt. Meine größte Erfindung. Machen Sie weiter, Fremde. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Sie sind umgeben von den Einzelteilen meiner größten Erfindung, dem mechanischen Soldaten. Jetzt fange ich an zu verstehen. Jetzt, wo ich Sie sehe, weiß ich, wer Sie sind. Kein bezahlter Mörder, dafür sind Sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger? Schon eher. Sie wurden am Schwert ausgebildet, formal, aber Sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben Sie auf der Straße gelernt. Zudem hat meines Wissens nach nur ein Mann je diese Maske getragen. Willkommen. Kaiserlicher Schutzherr. Sie scheinen sich selbst sehr zu gefallen. Und warum bin ich hier? Meine Beziehungen zum Herzog haben Sie wohl zu mir geführt. Oder Sie suchen den gescheiterten Anton Sokolov, der es sich im Vorführraum bequem gemacht hat. Kommen Sie nur und nehmen Sie sich, was Sie suchen. Doch sollten Sie versagen, werde ich Sie in meinem Labor sezieren und untersuchen. Bis dahin ist Ihr Geheimnis bei mir sicher. Dann bis gleich, Jindosh. Bis dahin. Von der anderen Seite verschlossen. In meinem Haus ist ein Eindringling. Autorisierte Person. Kampfprotokoll. Wiedergabe für Kampfprotokolle. Thank you.
Mechanische auf einmal scheinen ihnen nicht gewachsen. Dieser Tag wird immer interessanter. Irgendwie bin ich lebend rausgekommen. Schutzherr, Sie haben mich gefunden. Ist Ihnen klar, dass Sie erst der Zweite sind, der diesen Raum betritt? Das modernste Labor der Insel? Machen Sie bitte nichts kaputt, wir müssen Sie sterben. Mechanische, vernichte diesen Eindringling! Aber Feind! Los, mein Wiedergabe zeigt älteren Mann, bewaffnet. Alles klar, Gegner gefunden. Schlagt ihn in Stücke! Wiedergabe! Oh! Könnt ihr mich nicht einfach beschützen, ihr Idioten! Oh! Willkommen zum letzten Mysterium, Jindosh. Kirin Jindosh.
Es geht endlich voran, aber wo bleibt Jindosh? Wir Sie, warten wie auf lange Kirin ich auf dieses Jindosh. Treffen gewartet. Lassen Sie uns in Ruhe. Was Sie auch getan haben, hören Sie auf. Wer sind Sie und was haben Sie getan? Und kenne nicht mal ein Drittel des Hauses. Wenn Ehrgeiz durch diese Verfügung mechanisch ersetzen kann, dann auch nicht. Was willst du damit sagen? Dass die bald auch Tee einschenken? Dann würden sie deinen Platz einnehmen. Gib Jindosh Zeit. Er kriegt auf das. Was ist denn jetzt Hau los? Sie ab. Was ist hier Hilfe. Los? Was ich kann da? Nicht klar. Meine jetzt heißt es du und ich! Hilfe! Wache! Hilfe! Lassen Sie mich! Hier stimmt nein, nein, nein! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ich will nicht sterben! Was? Zeigt kriminelles Profil. Kampf verloren. Wenn das Ding vorbei ist, grill ich einen ganzen Blutochsen und esse das Ding allein auf. Corvo, ich wusste, dass Sie es sind. Vielleicht hat Megan Sie in Dunwall aufgesucht, aber Jindosh... ist bereits Geschichte. Nicht bewegen. Ja, das ist der Corvo, den ich kenne. Erhöhe Temperatur des Öltanks. Neue Diagnose-Maschine stellt eine Unklarheit fest. Stehe bereit.
Teil mit Anpassung. Die Maschine ist toter Mensch im Sichtbereich. Wiedergabe für eindeutigen Gegner. Feind laut Aufzeichnung besiegt. Stimmt, habe ich keine ruhige Minute. Was ist verloren? Fliehen ist zwecklos! Komm her! Nein! Und los! Zurück! Aktiviere den Blitzpfeiler! Es hört erst auf, wenn der Ozean voller Blut ist. Ganz gleich, wie viele sterben müssen. Thank you.
eine wahre Plage für diese Stadt. Wisst ihr das? Geschafft. Wie geht's ihm? Schwach und verwundet, aber kommt durch. Ich dachte, das wäre unmöglich. Da gibt's einiges zu erzählen. Ich hör's mir auf dem Schiff an. Okay, es gibt...